geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einem neuen Format und zwar den Insane Game Facts. Anders als bei anderen Game Facts Videos wird es hier aber einen kleinen Unterschied geben. Und zwar werde ich in jede Folge einen Fake Fact reinbauen. Ihr seid dann dabei und müsst in die Kommentare schreiben, welcher Fake Fact das ist. Und in der nächsten Folge werde ich es dann auflösen. Also, legen wir los. Fakt Nummer 1. Im Spiel Serious Sam The First Encounter gibt es in einem der ersten Level bei irgend so einem Tempel, keine Ahnung, habt das Spiel nie gespielt, ein Easter Egg, das die Macher des Spiels zeigt. Vor dem Tempel, bevor es den Weg hochgeht, geht man nach links, dann die kleine Rampe rauf und dort kann man einen Felsblock wegräumen. Und schon kommen die Entwickler mit riesigen Monsterköpfen zum Vorschein. Laut einer Studie heißt es, eine Stunde Videospielen am Tag resultiert in einem gesteigerten Sozialverhalten, weniger Hyperaktivität und höherer Zufriedenheit. Jetzt hab ich schon wieder die Knöpfe und mach da. Soll ich etwa jedes Mal? Nee, und Scheiß. Nee, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Nintendos Firmensitz befindet sich in Kyoto, Japan. Der Lightgun-Shooter Yoshi's Safari, auf dem ihr auf Yoshi reitend Koopas zerbombt, ist das erste Spiel außerhalb Japans, in dem Prinzessin Toadstool Prinzessin Peach genannt wird. Das allererste Gamepad gab es 1983 zur Famicom von Nintendo. Die Metroid-Serie hat keine bestimmte Reihenfolge, deshalb wirkt der Plot oft verwirrend. Chronologisch müsste man das Ganze aber so spielen. Metroid Zero Mission, Metroid Prime, Metroid Prime Hunters, Metroid Prime 2 Echoes, Metroid Prime 3 Corruption, Metroid 2 Return of Samus, Super Metroid, Metroid Other M und Metroid Fusion zuletzt. In den letzten Jahren wurden fucking viel mehr Konsolen verkauft als Computer. In den Spieldateien von Activision Anthology findet man zwei unbenutzte Spiele, Rampage und Skateboarding. Diese Spiele kann man aber spielen, wenn man ein paar Dateien in den Ordnern umbenennt. Die Schöpfer von South Park, Trey Parker und Matt Stone, sind auch für die Schöpfung einer eher unbekannten Videospielfigur verantwortlich. Leider hat diese Figur nicht mal einen Namen. Ihr kennt sie aber vielleicht aus dem Spiel Theme Park World. Wenn man das Spiel startet, gibt es doch so einen Typen, der einen überlabert, wie man was machen soll, dieses komische kleine schwarze Bobbelfiechli. Erinnert es euch nicht an irgendwie ein bisschen an eine South Park Figur? Heidi Ho! Ja, genau, Mr. Hanky. In einer South Park Folge spricht Mr. Hanky sogar von seinem Bruder, den er in einer Parktoilette verloren hat. Wen hat er da wohl gemeint? Das Spiel Advance Wars Days of Ruin bietet eine komplette Übersetzung ins Japanische, was an sich auch echt gut ist, wenn das Spiel jemals in Japan erschienen wäre. Leider wurde es aber wegen einiger Verschiebungen irgendwann komplett gecancelt. Ja, ich hoffe, die erste Folge von den Insane Game Facts hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Hi Jimmy. Can you give me a thumbs up, Jimmy? Und durch das ganze Gerede muss ich jetzt auf einmal scheißen. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true.